Hallihallo und willkommen zurück im Operationssaal der Scheußlichkeiten. Hier liegen einige Leichen rum, unter anderem auch mechanische Leichen, die noch in der letzten Zuckung liegen. Hier die Badewanne, ja, das frage ich mich nicht. Und hier haben wir Schwester Rabiate einfach mal außer Gefecht gesetzt. Das Opossum hat uns geholfen. Und jetzt müssen wir irgendwie noch Fesseln finden. Und ich habe leider das Schlafzimmer der Familie noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es da ein paar Fesseln. Moment mal, ich habe doch aber einen Gürtel. Man muss ja auch manchmal improvisieren können. Juhu. Your friend was right, Detective. Aber wie kann man jemanden so dumm fesseln? But thanks for not poisoning me when you had the chance. Ihre Freundin hatte recht, Detective. Sie sind sehr hartnäckig. Aber danke, dass Sie mich nicht vergiftet haben, als Sie die Chance hatten. Ja, ich wollte es ja eigentlich. Hab kurz überlegt, aber ich habe dann an das Kind gedacht und das wäre auch gemein gewesen. I'll free her, but only if you save my poor boy. Harry has him locked in his room. Ich befreie Kathy, aber nur, wenn Sie meinen armen Jungen retten. Harry hat ihn in seinem Zimmer eingesperrt. Da müssen wir mal kurz einlenken. Das ist Vergangenheit. Ich glaube, er ist jetzt woanders, in der Folterkammer oder so. Ich glaube, im Zimmer ist er nicht mehr. Denn er ist ja da den anderen Weg gegangen und hat ihn hinter sich hergezogen. Oh, Valentine. Finde Oliver im Krankenhaus. Okay, machen wir sie jetzt wieder frei? Nee. Wir müssen erst den Kleinen suchen. Sie kann sich noch ein bisschen ausruhen. Sie scheint jetzt erstmal sicher zu sein. Spielzeugdach, Hochzeitsmedaillon. Okay, dann können wir doch eigentlich mal hier in die Räume von Harry. Setze die Figuren richtig zusammen. Wähle eine Spielfigur und ein markiertes Feld aus, auf das du sie verschieben möchtest. Figuren können nur entlang der Linie bewegt und nicht übereinander und so weiter und so fort. Das scheint ja der Engel zu sein. Den machen wir mal nach unten. Den machen wir auch nach unten. Den machen wir nach oben. Ha. So, den Engel haben wir schon mal. Müssen wir die auch noch fertig machen? Ja, ne? Nee, warte mal. Moment. Hä? Also es sieht ein bisschen komisch aus. Aber gut. Ist wahrscheinlich auch operiert. Ich glaube, es soll Schwester Rabiata sein. Okay, dann mal hinein ins Chefarztbüro. Das ist definitiv Harrys Arbeitszimmer. Ich werde es durchsuchen und die Post durchsehen. Post ist immer wichtig. Das machen wir zuerst, denn Arabella wird uns wahrscheinlich wieder geschrieben haben. Leider verschlossen. Ich brauche Säure. Hat anscheinend schon lange nicht mehr jemand geschrieben. Es freut mich, dass Sie so weit gekommen sind. Das ist mein letzter Moment mit Ihnen, bevor Harry mich in seinen Experimentierraum bringt. Ich brauche etwas, das mir Kraft gibt. Bitte bringen Sie mir das Medaillon, das ich ihm zu unserer Hochzeit geschenkt habe. A. Okay, das Medaillon haben wir schon. Ich gucke mich trotzdem erstmal um. Ich weiß nicht, ob dann ein Film anfängt oder so. Arabella, ich wollte doch nur, dass sie wieder lächelt. Früher hat sie ständig gelächelt. Sie hat mich angefleht, aufzuhören, aber versteht sie denn nicht? Sie verdient ein neues, ein besseres Leben. Der neue Körper wird perfekt. Ich führe das Ritual heute durch und nichts und niemand kann mich davon abhalten. Okay, wir suchen mal 6 Fehlern, wozu auch immer die gut sind. Hier kann ich mir einen Film anschauen. Ach was, ich habe gerade noch davon gesprochen. Das sind beängstigende Bilder über Medizin. Ja, und hier ist irgendjemand sauer gewesen. Oh.
Okay, ein Tresorrad fehlt. Das habe ich natürlich noch nicht. Und wir haben auch den Code noch gar nicht. Steht hier auf der Tafel. Leider aus meiner Reichweite. Aha. Im Moment, können wir hier die Leiter? Ich brauche einen Staubwedel. Federn. Kann die drehen? Ach so. Ach, das macht der alleine. Na denn. Das Band. Okay, dann können wir erstmal das olle Spinnennetz entfernen. Eine Röntgenplatte. Rohrpost. Eine Röntgenplatte. Naja, hätte ja sein können. Spielzeugdach, Hochzeitsmedaillon. Frage ist, ob wir jetzt... Ich guck mal auf die Karte. Wir haben nämlich eine Karte. So, aktueller Standort. Hier ist tatsächlich noch was zu tun. Hier ist nichts zu tun. Hier auch nicht. Aber die Räume sind tatsächlich alle noch nicht abgeschlossen. Hier ist das Kinderzimmer von Oliver. Verwaltung. Ach, das war die Verwaltung. Okay. Na gut, dann machen wir doch das Medaillon da rein. Will nicht? Ach so, das habe ich ganz übersehen. Ich finde, das ist mega gemacht. Danke, was für eine wundervolle Erinnerung. Vielleicht haben Sie Sophia getroffen oder Informationen über sie gefunden. Glauben Sie, sie ist ebenso schuldig wie mein Mann? So, dann haben wir wieder verschiedene Antwortmöglichkeiten. Sophia ist eine verzweifelte Mutter, die leicht zu manipulieren war. Sie gehört auch zu Harrys Opfern. Sophia wusste, was sie tat. Sie ist genauso schuldig wie Harry. Sophia und Harry sind auf ihre Art beide Opfer. Die Verzweiflung hat sie getrieben. Ja, das finde ich auch. Denn er wurde ja von Arabella angefleht, sie zu operieren. Bin gespannt, was sie denkt. Ich auch. Ja, das geht schneller als WhatsApp. Glauben Sie immer noch an meinen Ehemann? Ja, vielleicht ist es zum Teil auch meine Schuld. Sie sind ein guter Mensch. Bitte helfen Sie uns allen. Machen wir doch. Okay, ein Tresorrad. Wie lautet der Code? Das habe ich noch nicht rausgefunden. Na gut, dann gehen wir mal runter. So, hier ist nichts mehr zu tun. Hier ist nichts mehr zu tun im OP-Saal. Ist auch nichts zu tun. Sie schläft noch. Das Auge, wozu können wir das Auge gebrauchen? Ich gehe mal zu Oliver. Obergeschoss abgeschlossen, Chefarztbüro. Hier können wir noch nicht rein. Gehen wir da noch mal kurz. Weil, nee, Auge. Aber eine Pyramide passt hier nicht hin. Oder ist das ein Auge? Nee. Okay, dafür brauchen wir tatsächlich einen Spezialschlüssel. Okay, aber wo haben wir denn jetzt was zu tun? Hier ist auch noch was zu tun. Beziehungsweise ein Raum. Es leuchtet nichts. Ach doch, hier. Das Auge. Nee, warte mal, hier.
Oh nein. Ich bin ja froh, dass wir die Teile nicht anders suchen müssen. Oh Gott. Was ist das hier? Nur ein Ohr. Hey, wo ist denn hier was zum Aufschließen? Ach. Staubwedel. Da oben. Nein, du sollst das Glas aufmachen. Ah, hier brauchen wir einen Schlüssel. So, dann haben wir hier die Nase. Und den zweiten Schlüssel. Cooles Rätsel. Und wir haben das letzte Teil für den Koffer. Ach, das geht wieder nicht. Der gute Harry. Ich habe den perfekten Körper für meine Frau geschaffen. Kathy hat die letzten Attribute, die noch fehlen. Die Haare und die Augen. Sophia hilft mir, mein Werk zu vollenden. Das Ritual beginnt um Mitternacht. Ich ertrage das alles nicht mehr. Ich hoffe, dass heute das Ende ist und wir endlich alle frei sind. Ja, das glaube ich. Also ich glaube, dass auch, wenn man... Ich meine nicht, dass das jemand macht, ja, aber... Ich glaube schon, du fängst damit an, kannst gar nicht aufhören. Weil du wirklich jemandem helfen möchtest. Aber wie groß muss dann die Erleichterung sein, wenn dieses Elend endlich ein Ende hat? Okay, hier können wir erstmal nichts mehr machen. Es fehlt die Röntgenplatte und das Spielzeugdach. Aber wo? Ich geh mal raus. Arabellas Krankenzimmer auch nicht. Wir haben eigentlich weitgehend alle abgeschlossen. Ich guck mal auf die Karte. Ja, abgeschlossen. Hier ist was zu tun. Tja, Film, aber ich habe keinen Film. Ach, jetzt können wir da hin. Ach, guck an, jetzt haben wir ein Wimmelbild. Interagiere mit den Gegenständen, um das Geheimfach zu öffnen. Das machen wir doch. Mhm. Erstmal Schreibmaschine reparieren. Keine Ahnung. Ich sehe hier die ganze Zeit das P. Ah, okay, da fehlt ein Rahmen. Ach, ist das der Rahmen? Nee. Okay, ist er nicht. Der Apfel will ich nicht weiter essen. Kommt die denn hin? Ach, guck mal. Was können wir mit dir machen? So, da fehlt immer noch ein Buchstabe. Ach, die Metallfeder. Guck an, hier.
Okay. Hilfe. Ja, und damit haben wir das Maschinenteil. Ach, das ist ein Röntgen... Das ist ein Röntgenapparat? Okay. Und dann kommt hier nämlich die Platte hin. Fünf, sieben, drei. Weil auf die Idee muss man erstmal kommen. So. Platziere die grüne Markierung jedes Tresor auf der richtigen Zahl. Beachte den Hinweis. Wähle ein Tresorrad. Das Drehen eines Rades kann sich auf andere auswirken. Oh nein. Da findet man schon die Kombination und dann sowas. Also fünf. Nee, hier muss die 7 hin. Huch. Okay. Das war natürlich gekonnt und voll mit Absicht. So, was haben wir denn da? Ein Diafilm. Mehr können wir nicht machen, außer hier. Aber da fehlt noch ein Blümchen. Na gut, dann gucken wir uns erstmal den Harry Film an. Harry dug through the library, desperate for a solution. Finally, he found a book that contained plans for a machine to transplant a soul to a soulless body, sewn together from human parts. Harry suchte in der Bibliothek verzweifelt nach einer Lösung. Schließlich fand er ein Buch mit Entwürfen für eine Maschine, mit der eine Seele in einen seelenlosen, aus menschlichen Teilen zusammengenähten Körper transplantiert werden kann. Ich wusste gar nicht, dass Frankenstein Bücher geschrieben hat. Ja. Okay. Harry bought and stole bodies of poor people from local morgues, but his experiment failed, and energy burst out of the new body, infesting the hospital with terrible creatures. Harry kaufte und stahl die Leichen armer Leute aus örtlichen Leichenschauhäusern. Aber sein Experiment schlug fehl und aus den neuen Körpern strahlte Energie, die das Krankenhaus mit grausamen Monstern füllte. Ja, okay, das hört sich... Also... gruseliger an, als es eigentlich ist, weil die Leichen armer Leute wurden tatsächlich damals abgekauft. Viele haben sich auch selber nach ihrem Tod zur Verfügung gestellt für die Wissenschaft, denn die konnten sich keine Beerdigung leisten und die Angehörigen haben so noch ein bisschen Geld bekommen. Und Medizinstudenten konnten natürlich an diesen Leichen rumschnippeln. So, aber hier die Sachen zu finden, ist gar nicht mal so einfach. Hier fehlt noch was. Oh. Harry's tests revealed that the bodies he used should look alike. So he began searching for matching parts. He was willing to stoop to any crime for love, but also for fame. Durch Experimente fand Harry heraus, dass die Leichen, die er benutzte, gleich aussehen mussten. Also begann er, nach passenden Teilen zu suchen. Er war gewillt, jedes nur denkbare Verbrechen zu begehen, aus Liebe zu seiner Frau, aber auch für Ruhm. Das denke ich mal. Ja. Da fehlt ein Spiegel. Und hier fehlt die Säge von Schwester Amiata. Jetzt, da ich alles weiß, bin ich mir nicht sicher, was ich denken soll. Harry will seine Frau retten. Er ist so talentiert, aber auch grausam. Ja, muss tatsächlich, glaube ich, für solche Sachen echt... Ja, über Leichen gehen. Das hört sich echt blöd an, aber ist ja so. Gefühle ausstellen und nur das Ziel im Auge behalten. Ich glaube, anders geht das gar nicht. Im Prinzip muss man sowas wie... Weiß nicht, ob man soziopathisch sein muss oder so. So, wir haben einen Zimmerschlüssel. Ach, der ist für Oliver. Nur noch mal hier alles rückwärts.
Oh gut, Oliver ist in sein Zimmer. Aber zumindest hat er ein paar Spielsachen. Ist ja schon mal nicht ganz so schlimm. Huch. Oh, der Arme. Shackles are too tight. Get them off! Oh, das ist aber gemein. Die Fesseln sitzen zu fest. Machen Sie mich los. Oh, der arme Kleine. Offensichtlich lebt Oliver schon lange hier. Oh, das ist schon. Oh, das ist schon echt übel. Brauchen wir denn überhaupt noch einen Schuh? Katze, Trompete. Da. Und wir haben einen Griff. Und hier ist ein Zettel. Oliver, du musst lernen, Verantwortung zu übernehmen. Diese Pflanzen sind sehr wichtig für deine Gesundheit. Bitte gieße sie jeden Tag oder ich nehme dir dein Spielzeug weg. Mama. Achtung. Hä, was? Ich muss einige Blätter abschneiden. Kann ich aber nicht. Warte mal, können wir den... Ja. I forgot to take my medicine. Quick, give it to me. Schnell, ich habe vergessen, meine Medizin einzunehmen. Bitte geben Sie sie mir. Ja, das machen wir. Oh. Also, dass der Kleine an seinen Fingernägeln kaut, das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So, hier haben wir das Rezept. So, wir brauchen leere Flasche, okay. Dann brauchen wir noch das Zeug hier. Ich glaube, das müssen wir erst holen. Ich gehe mal zurück. Ne, ich nehme die Karte. Weil wir nämlich hier ran können an die Kiste. Ja, und da haben wir auch den Trank. Und einen Schädelschlüssel, sehr schön. Kräuterbalsam, okay. Gehen wir mal zu Oliver. Olivers Zelle. Oh, da blutet mir das Herz. Okay. Blätter? Was für Blätter? Ach so, die hat ja gar nicht gemacht. Oh nein! Leite das Gas zum Behälter ganz rechts. Ziehe Stopper auf die Verbindung zwischen den Flaschen, um den Gasfluss zu koordinieren. Was, das Gas? Muss was? Durch 8 Verbindungen fließen. Wähle das Ventilrad aus, um deine Einstellung zu prüfen. Okay, also wenn es mal wieder länger dauert, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich erstmal und ich hoffe, wir können das in der nächsten Folge lösen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.